Die ganze Sippe, der gesamte Clan, kommt heute Mittag wieder mal zusammen. Onkel, Tante, Cousine und Schwester, alle sind zum Familienfest da. Ich bin so etwas wie das schwarze Schaf, weil mich schon sehr früh die Erkenntnis traf, dass ich keine toten Tiere ess. Ab da gab es damals Familienstress. Zum Mittagessen gibt es Schweinebauch. Ich bin Veganer und die wissen das auch. Meine Familie hatte immer schon ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Familienfest, halt bitte meine Familie fest. Es ist das Treffen der Generation zwischen Weltkrieg und Mobiltelefon. Meine Cousine ist ein Tinder-Fan. Sie glaubt, sie lernt dort ihren Traummann kennen. Der letzte war 20 und gut gebräunt und hat ihr Bankkonto abgeräumt. Mein Neffe lässt im Wohnzimmer eine Drohne steigen. Meine Schwester lässt sich grad zum dritten Mal scheiden. Der Familienpudel hat ein Kuscheltier, auf dem er ständig masturbiert. Mein Onkel ist leidenschaftlicher Kettenraucher. Er macht nur Pause, wenn er schläft, ansonsten raucht er. Er quarzt die ganze Bude voll. Helmut Schmidt ist sein Idol. Familienfest, halt bitte meine Familie fest. Und wenn sie über Politik diskutieren, möchte man die Mitgliedschaft annullieren. Drei Mahlzeiten innerhalb von 6 Stunden, Mittagessen, dann wird Kaffee getrunken. Ohne Pause gibt es Abendbrot, da gerät dann der Magen in Not. Das Familiengetränk ist Jägermeister, nach jedem Essen gibt es diesen Magenkleister. Meine Tante schaut mich lächelnd an und kombiniert Jägermeister mit Ratio Farm. Familienfest, halt bitte meine Familie fest. Familienfest heißt immer auch Alkohol- und Medikamentenmissbrauch. Zu essen gab es wieder massenhaft, das aufzuessen haben wir nie geschafft. Man packt mir was in eine Tupperdose, Schweinebauch mit brauner Soße. Ich habe früher schon mal recherchiert, ich war mir sicher, ich bin adoptiert. Doch die Recherche stellte völlig klar, ich habe fast dieselbe DNA. Familienfest, halt bitte meine Familie fest. Familienfest erinnert mich daran, dass man Familie sich nicht aussuchen kann. Familienfest.